Hello, ladies and gentlemen, guys, nein, Quatsch, wir sind in New York angekommen, unsere mega gute Wohnung, es ist arschkalt in New York, ja, Schlafzimmer perfekt, man sieht hier das Flatiron Building, super, wir haben ein wunderbar amerikanisches Fernsehprogramm da, was ein bisschen, wir gucken es einfach nicht, aber das passt, mit einer Küche dahinter, super gut, ich kann kochen, es ist perfekt, es ist wunderbar, ein kleines Badezimmer. Und wir werden jetzt gleich ein bisschen die Stadt erkunden und ich kann euch sagen, wir haben auf jeden Fall gestern schon richtig fett American Pizza gegessen. Das sind noch die Reste, die da so drin sind. Mega fettig, 50 Millionen Kalorien, aber das passt auf jeden Fall. Heute geht's los, wir werden mal gucken, wie das so mit der Bahn ist, weil wir sind ja in Jersey, dass wir so nach New York reinkommen, was man da so gucken kann. Und es ist arschkalt draußen, aber es wird genial. Ich hoffe. Und das kriegen wir jetzt hin, denn jetzt geht es erstmal frühstücken. Wir haben 9:30 Uhr, ich habe Hunger, ich muss eine rauchen und deswegen geht's los. Die Kamerafrau Tina ist perfekt. Und erstmal, willst du mal in die Kamera winken? Hervorragend. In dem Sinne, bis gleich, meine Leute. So, meine Lieben, wir waren jetzt gerade im Macy's. Da haben wir, wie heißt das, Michael Kong Taschen oder was? Michael Kors. Michael Kors. Die kosten nicht viel, so 500 Dollar, aber das sind die Billion. Das sind die Billion. Und die haben wir uns natürlich mal gegönnt. Die haben wir uns hier gegönnt. Aber wir haben was anderes im Macy's gekauft, auch für 20.000 Dollar. eine Macaron. Wir essen jetzt mal Macarons, würde ich sagen. Und wir probieren die jetzt mal, ne? Ja. Wir probieren jetzt mal den Macaron. Ist drauf, ist drauf. Aha. Wow. Okay. Okay. Und jetzt bitte. Ich probiere jetzt Vanille. Nee, Bananen-Nutella, oder? Ja, Bananen-Nutella. In Seidenpapier, Macaron, Bananen-Nutella. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt Richtung, wie heißt das Ding nochmal, Times Square? Am Broadway. Oh, boah, meine Nase, es ist so kalt, ey, weißt du? Es ist so arschkalt. Es ist sehr angenehm. Ja, es ist, wir haben bestimmt minus 2 Grad. Das muss man erstmal aushalten. Hinter uns ist jetzt, also wir laufen gerade auf dem Broadway, da wo ich jetzt gleich meine neue Trainerstelle annehmen werde. Na, okay, schön wär's, aber wir latschen mal weiter, würde ich sagen. Und ihr kommt mit. Zip.
Freunde der Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Es ist verdammt laut. Aber wir stehen vor meinem Wochenendhäuschen. Das nennt sich Rockefeller Center. Ja? Das ist so das ganz kleine Ding, wo ich jetzt gerade neu gebaut habe, wo ich am Wochenende so ein bisschen gucke, das passt. Ich habe gerade geguckt, die haben echt scheiße sauber gemacht. Die Putzfrau war nicht in Ordnung. Bescheuert. Eislaufen vorne die Bahn. Es ist leider sehr voll. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Ansonsten muss man einfach mal schauen. Und da ist eine Kirche. Eine Kirche oder eine Kirche? Eine Kirche. Und weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht kann man da rein. Vielleicht ist da nicht so viel los. Wir schauen einfach mal. Also, jupp.